Eine wichtige Frage habe ich. Nein, so wichtig ist es nicht, aber es interessiert mich. Jess Green hat mal in einem Interview gesagt mit der NZZ, dass euer gemeinsamer Migrationshintergrund euch verbindet und irgendwie euch auch beeinflusst im Musikmachen. Haben ihr das nicht einfach so gesagt, weil es noch gescheit tönt, oder ist das wirklich so? Nein, es ist ertappt. Das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Weil der Jaime ist Angolaner zum Teil. Für unsere Zuschauer, die den Jaime nicht kennen, kann der Jaime bitte mal die Hand aufheben? Der King James. Pretty King James. Er ist teils Angolaner und ich bin Vollblut-Angolaner. Und er ist auch teils Inder und der Sanchez ist Inder. Also unser Hintergrund ist wirklich verbunden und das zeigt sich auch in unserer Musik, also ja, vor allem im Neuen. Vor allem, wir tun auch immer Elemente zum Beispiel von Indien oder von Afrika in die Musik einflüssen und etwas Neues dazu haben. Wir wohnen auch zusammen, nicht? Ja, voll. Ja, voll. Dann jenstes Kehr irgendwann miteinander. Ja, also wir wohnen, es wohnen eben noch mehrere mit uns zusammen, nämlich unser Drummer noch und der Jaffna Gold, der Producer. Und ja, ist halt richtige Musikerwege, so voll, kreative Wege. Voll, cool. Und ja, wir machen halt auch noch mehrere bei Stargang, bei der Movement. Ja. Und ja, dann kannst du wirklich so durch verschiedene Stöcke im Haus laufen und überall laufen. Überall passiert so etwas. Timus, bei dir ist das etwas ähnlich. Du wohnst und lebst auch mit einer Musikerin zusammen, die in der Schweiz mittlerweile bekannt ist. Dryka ist deine Ehefrau und ihr wohnt logischerweise zusammen. Das macht eigentlich Sinn. Das ist richtig, ja. Also das muss jetzt sein, weil ich ist das weißt, so. Es macht alles viel einfacher. Es macht alles viel einfacher, wenn man zusammen wohnt als Ehepaar. Und die spielen dann, also du, sie singt manchmal bei dir in der Band, du spielst manchmal bei ihr und so weiter. Haben die da nicht auch so viel Konkurrenzkampf manchmal oder so ein bisschen, wenn es bei meinen besser läuft, dass dann denkst so, ah, ich bin eifersüchtig. Also nein, eigentlich, ihr könnt mir das denken, aber es ist noch schön, wir unterstützen uns gegenseitig und investieren auch Zeit füreinander, so, für die Karriere von der jeweils vom anderen. Das klappt eigentlich gut. Zusammen Musik machen ist nicht immer so einfach, das wie eine Verschönung. Dort gibt es manchmal auch Fights und so, aber Und so wie etwas Gemeinsames haben, Gemeinsames finden, wo halt dann nicht Musik ist. So quasi über Sachen reden, die eben nicht Musik ist. Dass die Musik nicht alles einnimmt. Klingt dir das gut? Ich glaube schon. Ich glaube, wir haben noch andere Themen, die uns verbinden. Und so, ja. Wir versuchen es mal mit dem Sport ab und zu. Das klappt noch nicht so. Aber,